Hau, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den My Müsli To Go Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir eben extra nochmal was zu Abend gegessen, bevor ich dieses Video drehe, denn dieser Adventskalender wird mich sehr, sehr hungrig machen. Ich liebe die Müslis von My Müsli To Go, oder generell von My Müsli, ne? Weil wir einfach hier wundervolle Mischungen drin haben. Man kann sich aber auch, wenn man möchte, die Müslis ganz individuell auf der Homepage zusammenmixen. Ne? Richtig, richtig tolles Konzept, mag ich einfach auch sehr gerne. Und ja, mein Müsli hat hier seine Kernkompetenz in einem Adventskalender auf jeden Fall vereint, denn hier befindet sich Müsli satt drin. Und der kostet jetzt mit meinem Code Claudi-Xmas23 54,95 und schaut gerne in der Infobox vorbei, ich habe euch den verlinkt. Ne? Ich habe den jetzt in der Kooperation zugeschickt bekommen, um ihn euch vorzustellen, und ich finde, das ist eine sehr, sehr leckere, schmackhafte und charmante Kooperation. Wir starten den Adventskalender mit Save the Ocean. Das ist ein Müsli, was ich unheimlich gerne mag. Das enthält nämlich auch so Sauerkirschen und Beeren und das sieht einfach, ihr seht das ja auch, ne, super lecker aus. Ihr könnt diese Becher auch tatsächlich als Essensbecher verwenden, also da einfach die Milch reinmachen. Und ich glaube, gestern oder vorgestern habe ich mir das einfach mal so als Snack zwischendurch gegessen, weil ich einfach Hunger hatte. Und dann ist es einfach auch sehr, sehr gut, sowas auch einfach da zu haben. Das ist nämlich praktisch, genau. Und ja, hier hast du ein Müsli, wo du auch so ein bisschen Schoki mit drin hast. Aber wie gesagt, auch Beeren und Sauerkirschen und Dinkelquinoa Crunchy. Richtig cooler Start in die Weihnachtszeit. Am 2. Dezember wird mein Freund schon direkt sehr glücklich gemacht, denn ich glaube, das ist seine Lieblingssorte Chocolate Müsli, und das ist einfach ein Schoki-Müsli, wo du aber auch diese Cornflakes mit dabei hast, und ja, ne? Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr ansprechend aus. Morgens, mittags, abends, also ich bin immer froh, wenn ich sowas da habe und mir das einfach mal zwischendurch gönnen kann. Draußen geht die Welt unter. Wow. Ist ja wie gut, dass wir hier drin sind, ne? Stell dir mal vor, wir müssten draußen sein. Oh, das wäre schrecklich. Oh mein Gott. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und das ist ein Müsli, was voll nach meinem Geschmack ist. Ich bin ja auch wirklich eher so der Typ Obstmüsli oder Obst mit weißer Schokolade. Ich habe keine Ahnung, warum ich nicht so dunkle Schokolade oder Vollmilchschokolade mit Obst feiere. Gar keine Ahnung. Das hier ist Strawberry Acai Granola. Richtig lecker. Also das ist einfach für mich so ein Morgenmüsli. Das mag ich gerne. Schön mit Erdbeere mit dabei. Ne? Das sieht auch echt sehr ansprechend aus. Hier haben wir die Nummer 4 und man muss den Adventskalender immer wieder so ein bisschen drehen, ne, dass man dann auch an die entsprechenden Zahlen kommt. Das meine ich tatsächlich. Das ist das Raspberry Dark Choc Müsli. Schaut so aus. Ich habe es tatsächlich auch schon gegessen. Ich fand es okay, aber es haut mich nicht so von den Socken wie meinen Freund. Also der isst das wohl lieber als ich. Aber es ist nicht so, dass die Schokolade da halt so präsent drin ist, wie jetzt in der Joghurette zum Beispiel oder so. Da mag ich das zum Beispiel gar nicht. Aber ja, hier ist es okay, aber es ist nicht meine präferierte Sorte, um ehrlich zu sein. Ja, auch der 5. Dezember, der wird nicht wirklich so gerne hier geliebt. Mein Freund mag nicht so gerne Banane und ich mag nicht so gerne Schoko-Banane. Banana Bread ist nämlich hier die Sorte, also Bananenbrot, ne? Das ist halt einfach wie etwas reichhaltigerer Bananensplit, würde ich fast schon dazu sagen. Ja. Wäre wahrscheinlich was für meine Mama. Die ist nämlich damals in der Eisdiele immer voll auf Bananensplit. Steil gegangen, genau. Kriegt sie in ihren Adventskalender. Aber ich glaube, bei Müsli ist auch jeder Jack irgendwie so ein bisschen anders. Gerade bei den Leuten, die auch wirklich regelmäßig Müsli essen, gibt es halt welche, die so ganz bestimmte Dinge total feiern. Also ich bin zum Beispiel Fan davon, wenn man auch Kokos in Müsli drin hat und so. Und welche, die das so gar nicht feiern. Also ne, da ist man aber bei meinem Müsli ja auch richtig aufgehoben, weil du da genau das in dein Müsli reinpacken kannst, was du möchtest. Oder du sagst, Mensch, ich möchte mich von den Sorten inspirieren lassen, und holst du dir einen der sehr, sehr vielen, sehr, sehr vielfältigen Adventskalendern dort. Hier habe ich jetzt an Nikolaus Apple Almond Cinnamon Crunchy. Das habe ich auch schon gegessen. Das finde ich super lecker. Ich bin aber auch ein Zimt-Fan. Ne? Also das ist wirklich sehr schön, sehr weihnachtlich und deswegen auch passend in der Nummer 6. Und das sieht auch jetzt schon wieder so lecker aus. Ich glaube, also mein Frühstück wird morgen auf jeden Fall sehr, sehr sicher sein. Am 7. Dezember machen sie wieder der Schokobanane alle Ehre. Da haben wir nämlich Schokobanana-Müsli. Das ist dieses hier. Ja, ich
Vielleicht werde ich es auch mal probieren, mal gucken. Also ich bin halt ein wirklicher Bananenfan. Ich mag auch super gerne Bananenmilch, ne? Und ja, mal gucken. Weil hier sind halt auch einfach weiße Schokoladenperlen mit drin. Und ich glaube, dass das schon wieder das Ganze etwas schmackhafter für mich gestalten könnte. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das ist wieder voll meins, ne? Superfruit haben wir hier am Start. Und da haben wir Granatapfelsamen, Erdbeere, Johannisbeeren und Himbeeren mit drin. Okay, ja, das ist wirklich voll meine Welt. Also das ist so, das in groß und ich bin das ganze Jahr über zufrieden. Boah, ja, auch über die Nummer 9 darf ich mich sehr freuen, denn Strawberry Cheesecake schreit auch meinen Namen. Da haben wir auch, ich glaube, irgendwie so Joghurtplättchen oder sowas mit drin. Ich weiß es gerade gar nicht. Bio-Müsli mit Erdbeeren, Mini-Butterkeksen, richtig geil, in Joghurt, Zitronenschokolade und Joghurtplättchen. Also das ist halt wirklich, das ist wirklich meins, ne? Mm. In der Nummer 10 wird es jetzt wieder mit so einer Lieblingssorte von meinem Freund weitergehen. Der ist ja vollkommen Team Schoko. Super Schock bekommt er hier nämlich. Also da hast du 3 verschiedene Arten von Schokolade mit dabei. Weiße Schokolade, Vollmilch und dunkle Schokolade. Und das Ganze mit einem hohen Ballaststofffrei und Palmöl. Nein, hohen Ballaststoffgehalt und Palmölfrei. So. Oh Gott, ich glaube, das hatte ich mal in groß. Die Nummer 11. Oh, das ist so lecker. Wildberry Joghurt. Das ist halt auch voll, voll meins. Also, ihr merkt so ein bisschen, wo meine Geschmacksrichtung so hingeht, ne? Schreib gerne mal in die Kommentare dein liebstes Müsli von My Müsli, denn da sammle ich auch immer wieder Inspiration. Man hat nämlich, ich meine auch in der 24, so einen 10-Euro-Gutschein mit dabei, sodass man sich da halt auch wirklich in der Full-Size so ein großes Pot-Ding holen kann, ne? Und ja, da wäre eure Inspiration für mich super hilfreich. Oh ja, Halbzeit, die Nummer 12. Das habe ich auch schon. Das finde ich, also habe ich schon mal gegessen. Finde ich so lecker, weil das diese Herzchen drin hat. Die finde ich so hübsch. Taste the Love ist das. Bio-Müsli mit Dinkel, Quinoa, Crunchy, Erdbeeren und schwarzen Johannisbeeren. Und diese Herzchen sind einfach so toll, ne? Die kann man sich, glaube ich, auch bei diesem Müsli-Mixer mit reinmachen. Das macht das Ganze halt optisch nochmal ein bisschen hübscher. Und es sieht auch so lecker aus. Da sind irgendwelche Apfelstücke oder so mit bei. Voll cool. Oh, das ist speziell. Die Nummer 13 enthält Schoko-Orange. Nee, das mag ich nicht, aber vielleicht mein Freund. Mein Freund mag aber auch sowas wie After Eight oder sowas Verrücktes wie Gelee-Bananen oder Softcake-Gedönsen, was ja überhaupt gar nicht meine Welt ist. Vielleicht wird er hiermit einfach auch ein bisschen glücklich. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall so aus und ich meine auch, dass ich da gerade Haselnüsse gesehen habe. Haselnüsse ist auch voll sein Ding. Könnte auf jeden Fall was werden. Mal gucken. Auch die Nummer 14 ist vollkommen für meinen Freund. Schoko-Brownie. Mhm. Da haben wir Kakaokekse auch mit dabei. Und also das sieht natürlich, also das ist ja richtig cool. Wenn es sowas halt noch so richtig in crispy, crunchy Schlag mich tot geben würde, ich glaube, das, da würde ihr euch den Laden leer kaufen, Leute. Ja, und die Nummer 15 ist schon wieder meins, ne? Christmas Shock Crunch. Also das ist auch so ein bisschen, ich denke, zimtmäßig auch unterwegs, oder? Bio-Müsli mit Kakao, Quinoa, Crunchy, Zartbitterschokoplättchen und Krokantbällchen. Nee, das muss ich in Sicherheit bringen, weil ansonsten nimmt mein Freund das. ja, hört sich sehr, sehr lecker an und das kann auf jeden Fall was werden. Schön. Und die Nummer 16 ist voll meins. Also dieser Adventskalender bringt mein Herz auf jeden Fall zum Schlagen. Ne? Das ist ja der Wahnsinn. Berry Salted Caramel Granola. Und jetzt merkt ihr auch, weswegen ich so auf diese Kooperation abfahre. Ihr wisst Bescheid. Ja, das ist halt wirklich, also ich mag super gerne auch diese Salted Caramel. Das schreit meinen Namen. Das ist, also das ist wirklich so lecker. Das mag ich einfach in allem. Das möchte ich. Ich möchte mein Leben in Salted Caramel haben. Und ja, genau, du hast dann hier auch noch übrigens die Info, dass du definitiv, wenn du den Becher auch entsprechend recyceln möchtest, das in 3 Teile zerlegen solltest. Also du solltest den Deckel abmachen, du solltest hier die Banderole abmachen und dann hast du natürlich auch nochmal den Becher, ne? Also dann hast du 3 Teile und so sollte das auch entsprechend in den Müll gegeben werden, damit alles auch richtig recycelt werden kann, ne? Ich weiß gar nicht, was hier von meinen Lieblingssorten sein werden, das ist ja krass. Eine Woche vor Heiligabend habe ich jetzt am 17. Dezember Berry Coconut Choc. Ja, hier mag ich tatsächlich auch Schoko drin. Keine Ahnung warum, aber das hört sich für mich nach etwas an, was ich auf jeden Fall gut finde. Wahrscheinlich, weil die Beeren hier eh überwiegen. Ich bin ja auch, wie gesagt, ein Fan von Kokos im Müsli. Und ja, dann hast du halt ein bisschen Schoki mit dabei. Geht vollkommen klar. Ja, kann man so machen. Ne? Mein Freund wird es nicht so feiern, weil er nicht so gerne Kokos im Müsli mag. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche.
Eigentlich müsste ich hier sonst die ganze Zeit so einen Zapperfaden runterlaufen haben. Blueberry Vanilla Granola, also Blaubeere, Vanille und Granola sind in diesem Müsli to go enthalten. Das ist auch meins. Vor allem mit Vanille, ne? Das ist richtig cool. Dann wird das Ganze auch so ein bisschen weihnachtlicher und so. Oh, richtig geil. Die Nummer 19 überlasse ich dann meinem Freund. Er wird es hart feiern. Das ist Salted Caramel Brownie. Schaut so aus und ist natürlich auch super, super lecker, ne? Brownies sind sein Ding. Salted Caramel mag er auch. Wobei er sagt, na, was wollen denn alle immer mit Salted Caramel? Probier es, Schatz. Probier es. Ja, sieht sehr, sehr lecker aus. Und ja. Ist für mich auch sehr ansprechend, aber das überlasse ich ihm. Dafür habe ich hier so meine, ich baue mir hier schon Türmchen, ne? Das ist echt krass. Ich habe meine, er hat seine. Manche Sachen, die haben wir auch gemeinsam und manche Sachen, wo ich denke, da sind wir beide nicht ganz so Fan von. Ich glaube auch die Nummer 20 muss ich vor ihm so ein bisschen in Sicherheit bringen, denn Honey Nut ist wirklich meins. Ich mag auch sehr, sehr gerne Honig jetzt. Oh, in allem Kram ist jetzt Honig drin. Ich packe mir das auch super gerne jetzt einfach in Tee rein, ne? Super für den Hals auch. Du hast hier ganze Haselnüsse auch richtig schön drin und das sieht einfach super lecker aus. Da müssen wir uns drum streiten. Ich mache ja auch immer den Fehler, dass ich dann die Sachen, wenn ich die aus den Adventskalendern rauspacke, öffentlich zugänglich bei uns in die Vorratskammer packe. Das heißt, ich mache da keine Schildchen Schatzi und Claudi ran, sondern Schatzi kann sich auch daran bedienen. Und dann ertappe ich den manchmal dabei, wie der mit so einem Becher durch die Gegend läuft. Und ich mir denke, seit wann magst du das eigentlich? Und dann frage ich ihn und er sagte, ach, ich hatte da einfach mal Bock drauf. Ja gut, ne? Ich meine, es steht da ja auch immer so hübsch und ist ja auch alles so ansprechend. Das ist ja auch in Ordnung. Hier habe ich jetzt in der Nummer 21 Blackberry Granola drin enthalten. Ja, mit Brombeeren, Erdbeeren und Chiasamen. Sowas mag ich halt auch sehr, sehr gerne, weil Chiasamen sind ja auch recht gesund. Ne? Ich meine, über gesund und so weiter zu sprechen ist immer schwierig. Aber ich glaube, sowas ist schon gesünder, als wenn ich mir jetzt irgendwie so ein Brot mit oder ein Toast mit einer Nougat-Creme oder sowas essen würde, ne? Und vor allem hält das auch einfach, genau, es hält einfach länger satt. Das ist auch noch so eine wichtige Sache, finde ich persönlich. Und ja, auch sehr, sehr geil. Die Nummer 22 wird Schatzi mir nicht wegnehmen, weil der mag nicht so gerne Pistazie, aber ich lieb's. Cranberry Pistazie Granola und sowas ist wirklich, wirklich meine Welt auch, ne? Also, das sind so interessante Sorten. Klar, manche davon kenne ich schon, auch durch andere Adventskalender oder halt auch generell durch die Kooperation, ne? Aber manche Sachen sind auch komplett neu für mich, weil ich meine, dass ich das jetzt zum Beispiel noch nie irgendwo drin hatte. Und das finde ich aufregend. Und dann habe ich einfach Bock, am liebsten morgen so eine richtige Müsli-Party für mich zu machen und dann kugelrund irgendwann auf der Couch zu liegen und zu sagen, oh, ich kann nicht mehr. Aber trotzdem glücklich und zufrieden zu sein, weil ich einfach lecker gegessen habe. Ein Tag vor Heiligabend macht mich der Adventskalender super glücklich mit Berry White Choc. Ja, Beere und weiße Schokolade in einem Müsli ist einfach richtig geil. Feier ich total, kann ich einfach gut gebrauchen und ja. Also dieser Adventskalender wird wahrscheinlich vernichtet sein, bevor ihr das Video seht. Oh, in der Nummer 24 haben wir Christmas Cookie Granola und auf dem Deckel haben wir dann den 10-Euro-Gutschein. Den kann ich jetzt so gar nicht... Doch, den kann ich den abmachen? Also, wir haben auf jeden Fall einen 10-Euro-Gutschein hier mit dabei, ohne Mindestbestellwert. Das finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Ich meine, dass ich das bei dem einen oder anderen Video auch mal gefragt hatte, so, hey, haben die eigentlich einen Mindestbestellwert? Mein Müsli hat reagiert und ist extra auch hier mit draufgeschrieben. Ich habe das jetzt einfach mal hier auf den Briefumschlag draufgeklebt, ne? Also, da ist auch der Code mit drauf und da steht kein Mindestbestellwert. Das finde ich sehr, sehr cool tatsächlich. Das heißt, wenn man dann sich einfach durch die ganze Adventszeit gesnackt hat oder gemüsliert hat, kann man dann auch einfach mal sich eine Full-Size oder zwei Full-Sizes sogar holen, meine ich. Ja, das wird hinhauen, ne? Und sich da auch vielleicht sein ganz eigenes Müsli konzipieren, weil man dann auch so eine ganz andere Geschmacksgeschichte kennengelernt hat. Auf jeden Fall haben wir in der 24 ein Christmas Cookie Granola. Das hört sich auch richtig lecker nach Weihnachtsplätzchen. Und da scheinen dann auch Mandelsplitter drin zu sein, Apfelstückchen, Kakaobutterstern, weiße Kakaobuttersterne, Spekulatiuskekse. Oh mein Gott, ich bin ja auch so ein Typ, ich esse ja Spekulatius schon im August. Ne? Aber gut, ja, jeder Jeck ist anders. Hört sich für mich total gut an. Und ich versuche das auf jeden Fall vor Schatzi zu retten, dass ich das essen kann. Ich muss schnell sein. Nun, das ist jetzt einmal der Adventskalender gewesen. Also, mein Fazit davon, bis auf zwei von denen, das sind diese beiden Banana Bread und Banana Choc, die beiden, glaube ich,
werden wir alles davon essen. Also ich meine, dass tatsächlich hier sehr, sehr, sehr viel von was für uns sein wird. Mein Haufen ist groß. Vielleicht verstecke ich das in meinem Schreibtisch, dass Schatzi da nicht beikommt. Oder ich verstecke es hier oben, wobei ich dann immer nach oben laufen müsste, um ein Müsli zu essen. Und irgendwann wird Schatzi sich auch fragen, hat die irgendwie noch irgendwie ein Ei am Wandern? Nein, also abgesehen von der Kooperation, finde ich, ist es einfach ein ziemlich toller Adventskalender, weil du die Möglichkeit hast, einfach 24 verschiedene Geschmacksrichtungen von meinem Müsli kennenzulernen und hast am Ende dann auch noch den 10-Euro-Gutschein mit dabei. Also bei dieser Variante ist es so, bei anderen hast du ja teilweise noch einen weiteren 10-Euro-Gutschein sogar mit dabei, sodass du da dir dann auch wirklich nochmal deine eigene Mischung zusammenstellen kannst oder vorgefertigte Mischungen dir halt aussuchen kannst. Ne? Denn das Ganze ist ja wirklich sehr individuell und mein Müsli möchte das ja auch, dass jeder sein eigenes und persönliches Lieblingsmüsli dort findet. Entweder unter den bereits bestehenden Mischungen oder sich halt komplett seine eigene Mischung konzipiert. Und das finde ich schön. Also das macht auf jeden Fall was Charmantes aus in meinen Augen. Und deswegen habe ich auch super gerne diese Kooperation wieder für euch angenommen. Denn so könnt ihr ja auch ein bisschen sparen. Ne? Für 54,95 bekommt ihr dann den Adventskalender. Und wenn ihr möchtet, ne? Ihr könnt aber auch mit dem Code, ich glaube, die anderen Adventskalender auch günstiger bekommen. Also schaut super gerne mal in der Infobox vorbei. Da habe ich euch den Link auch reingesetzt und auch den Code nochmal reingeschrieben. Ne? Und ja. Wenn ihr möchtet, schlagt gerne zu. Es gibt auf jeden Fall sehr coole Adventskalender dort und ich habe jetzt den dritten vorgestellt. Genau. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Schreibt gerne eure Meinung zu den Müsli-Mischungen, die hier drin sind, in die Kommentare. Da können wir uns gerne drüber austauschen. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann wären Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.